Die Elektrifizierung von Landmaschinen steht bereits seit Jahren im Fokus von Hochschulinstituten, aber auch der Entwicklungsabteilungen vieler Hersteller. Auf der Agritechnica 2011 zeigte Fliegel bereits den Prototypen einer elektrischen Triebachse für seine Abschiebewagen. Heute sind bereits einige Exemplare im Praxiseinsatz. Neu ist dieses Feature für die Tridem-Abschieber. Gerade in dieser Größenklasse soll die Triebachse ihre Vorteile ausspielen können. Denn dank des zusätzlichen Schubs brauchen nicht ganz so viele Pferdestärken vorgespannt werden wie sonst üblich. Die Triebachse kann derzeit nur aktiv in Verbindung mit einem John Deere 6210 RE gefahren werden. Dieser ist aktuell der einzige serienreife Schlepper, der die benötigte elektrische Leistung zur Verfügung stellen kann. Über einen 20 kW Kurbelwellengenerator und den nachgeschalteten Umrichter liefert er drehzahlabhängig bis zu 480 Volt Wechselstrom. Der wird per Powerbus-Schnittstelle direkt an den Elektromotor der Triebachse geliefert, welcher mit bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute arbeitet und die Leistung über zwei Untersetzergetriebe auf die LKW-Achse überträgt. Mit welcher Umdrehungszahl gearbeitet werden muss und wie schnell dementsprechend die Triebachse dreht, bekommt die Isobus-Steuerung aus dem Traktorsteuergerät mitgeteilt. Das maximale Drehmoment an der Achse hängt von der jeweils gewählten Übersetzung ab. Bei langer Übersetzung und 10 km/h automatischer Abschaltgeschwindigkeit kommen laut Fliegel über 5000 Newtonmeter an der Achse an und sorgen für eine Vortriebskraft von rund 800 kg. Bei den serienmäßigen 4 km/h Abschaltgeschwindigkeit kann die Vortriebskraft bis zu 1,56 Tonnen betragen. Und diese zusätzliche Power merkt man im Einsatz. In internen Versuchen wurde ermittelt, dass dank der E-Triebachse trotz eines Mehrgewichts von rund 300 kg je nach Untergrund bis zu 26% mehr Nutzlast mitgeführt werden kann, bis die gleiche Zugkraft nötig ist wie bei einem vergleichbaren Tridem-Abschieber ohne Triebachse. Hier soll auch der Hauptvorteil liegen. Zum Ziehen des Anhängers reicht ein leichterer und kleinerer elektrifizierter Schlepper. Das erhöht nicht nur die effektive Nutzlast und senkt den Verbrauch je Tonne Transportgut, sondern es wird auch bei Leerfahrten weniger Diesel verbraucht. Zusätzliche Effekte sollen eine bessere Fahrstabilität am Hang und eine bessere Schonung der Grasnarbe beim Grünlandeinsatz sein, die auch Lohnunternehmer Rainer Wagner, der den ersten Tridem-Abschieber mit Triebachse in teils schwierigem Gelände einsetzt, wichtig sind. Wie viel Anklang das System in der Praxis findet, hängt aber auch davon ab, ob weitere Traktorhersteller elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen und ob diese preislich attraktiver sind als größere, nicht elektrifizierte Schlepper. Schließlich müssen sich die 20.000 Euro Aufpreis der E-Triebachse teilweise über den Anschaffungspreis des Zugtraktors amortisieren. Fendt hat auf der Agritechnica mit dem X-Konzept gezeigt, dass man ebenfalls intensiv am Thema Elektrifizierung arbeitet. Bis zur Serienreife soll es aber noch 4 bis 5 Jahre dauern. Ob sich bis dahin noch andere Hersteller mit elektrifizierten Traktoren vorwagen, wissen auch wir nicht. Wünschenswert wäre jedoch, dass Fliegel zukünftig auch die Kombination der E-Triebachse mit einem Zapfwellengenerator, beispielsweise von Walterscheid, ZF oder Rausendorf anbietet. Dann ließen sich auch konventionelle Traktoren vorspannen, vorausgesetzt die Generatoren erreichen ein erschwingliches Preisniveau und lassen sich mit weiteren elektrifizierten Geräten wie Düngestreuern, Feldspritzen oder Kartoffelrodern einsetzen. Isobus-Steuerung und Stromversorgung würden dafür getrennt. Den vollständigen Testbericht mit Praktikermeinung und allen positiven wie negativen Kritikpunkten lesen Sie in Traction, Ausgabe März, April 2014.